Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, nachdem ich gestern ausgefallen war mit irgendwie heißt das Magen-Darm, auf jeden Fall Kotzaritis. An dieser Stelle haben wir natürlich Themen für euch vorbereitet, nichts desto frischer als sonst. Und zwar Lufthansa sagt, nee, Freunde in Brüssel, wir machen nicht den Korean Weg. Das könnt ihr direkt knicken. Dann haben wir Lufthansa bekennt sich zu Europa. Dann haben wir ein interessantes Thema und zwar Hunde im Flugzeug in der Business Class. Da gibt es so einen Instagram-Post, den ich für euch gezogen habe. Da könnt ihr mal schauen, was ihr davon haltet. Wir haben des Weiteren einen Flug mit British Airways. A380 fliegt 4 Stunden von Singapur nach Singapur. Wir besprechen, warum das Ganze so lange gedauert hat. Dann haben wir einen passenden Drink für alle, die 4 Stunden in der Luft verbracht haben. Und zwar gibt es einen One World 25 Jahre Drink. Und wir haben ein Krokodil, eins auf dem Shirt, aber trotzdem schwer zu sprechen. Krokodil, das sich wohl in ein Flugzeug verliebt hat, also keine Ahnung, oder angefreundet hat. Auf jeden Fall wollte es nicht mehr das Flugzeug verlassen und blieb am Fahrwerk. Gibt Bilder. Habe ich ein Thema? Austrian Airlines und Gewerkschaften. Verhandeln wieder. Jetzt seid ihr dran, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen. Natürlich auch unten nochmal die Kanalmitgliedschaft überdenken. Und wenn ihr Fragen, Sorgen, nichts und Nöte habt, jetzt habe ich es einfach mit der Lampe oder ist der Schirm aber doof von der, so sieht es besser aus, dann ist die Kante weg. Und das Flackern ist wieder da. Also, denkt dran, Kanal unterstützen und nochmal danke für die 50.000 und ein bisschen Nachsicht mit mir mit meinem Video, was ich euch angedroht habe. Ich war gestern echt nicht in der Lage, was zu tun. Aber jetzt lasst uns ins erste Thema einsteigen, genug gesabbelt hier. Und zwar das erste Thema ist die Lufthansa und die Lufthansa sagt, man möchte da halt nicht den Korean-Weg gehen und das ist irgendwie auch verständlich, denn man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, Korean hat sich selber dann quasi die, ja, nennen wir es einfach mal, Konkurrenz ins Haus geholt, beziehungsweise lernt die Konkurrenz an, wie man fliegt. Ist natürlich auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man einen hohen Preis bezahlt hat in Bezug auf die Übernahme. Auch Asiana, ne? Muss man halt übersehen. Das ist eine Korean Airlines Asiana-Übernahme in Asien. Das ist nichts, was in Europa zu tun hat. Aber ich hatte ja schon mal meine Verwunderung gesagt, dass andere da sagen können, was es ist. Also insofern ist es so, dass man natürlich die EU-Kommission verstehen kann, uns zu schützen, aber man muss auch irgendwo vielleicht die Lufthansa verstehen, die gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Also wir werden da keinen neuen Konkurrenten machen und die Lufthansa will natürlich den Sachstand nicht kommentieren. Man möchte den Kapazitätsgrenzen für den Nordatlantik garantieren, heißt also, dass man sich selber dann Konkurrenz macht, ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Hey, ich mache eine Sendung für eine Sendung, für mich selber irgendwie. Ihr versteht, was ich meine. Und also wie gesagt, ich kann beide Seiten verstehen, aber auf der anderen Seite ist es mittlerweile schon fast teurer für die Lufthansa, glaube ich, die ganze Übernahme als alles andere, weil das zieht sich ja hin wie Gummi. Letztes Jahr auf der ITB noch gesprochen mit dem Kollegen, der bei der ITA zuständig war, also beziehungsweise bei der Lufthansa, für die ITA nur zuständig war, ist er jetzt bei der Lufthansa im Konzern nach Frankfurt. Und man muss halt auch sagen, in Italien gibt es ja Konkurrenz durch Ryanair. Ryanair hat ja einen riesengroßen Marktanteil. Man hat dort einen riesen Binnenmarkt. Aber ich glaube nicht, dass die Alitalia da in dem Binnenmarkt in irgendeiner Art und Weise irgendetwas machen kann. Und zwar aus dem Grund heraus, weil man der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass Alitalia dran gescheitert ist. Dann ist ja die Lufthansa Italia. Ich weiß nicht, wer von euch sich überhaupt noch dran erinnert an die Lufthansa Italia. Grüße an, glaube ich, Hubert Frach war es, ne? Auf jeden Fall, die haben auch verkackt und viele haben da halt ein Problem und Lufthansa sagt, das ist der zweitwichtigste Markt für sie. Also insofern muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, ja, das ist ein wichtiger Markt und da muss man dann halt ganz ehrlich sagen, das ist aber nicht für den Binnenmarkt. Das ist für den Verkehr aus Italien raus. Aus jeden Fall muss man dann nochmal weiter gucken, was da passiert. Ich denke auch, dass es sich nicht zu irgendeinem Obsession, Fetisch oder irgendetwas überentwickelt von Carsten Spohr, dass er jetzt allen zeigen will, ich kann das, ich will es, ich möchte das Ding haben. Also da muss man dann natürlich auch aufpassen.
Wer auch aufpassen muss, das ist die Lufthansa mit ihren Aussagen. Und ich finde das immer wieder lustig, dass man heutzutage als Firma sich immer zu irgendetwas bekennen muss. Und warum können Firmen nicht einfach das tun, was sie tun? Also das heißt, dass sie zum Beispiel fliegen, Tickets verkaufen oder aber halt auch Mineralwasser verkaufen. Also das, was die Firma halt tut. Nein, man muss sich immer politisch positionieren. Und hier haben wir einige Bilder von der Lufthansa. Und zwar dieses hier, das ist Yes to Europe. Da gab es in der Pressemitteilung gestern interessante Sachen. Das ist ein weithin sichtbares Bekenntnis und Design von 4 Airlines der Lufthansa Group zur europäischen Idee. Gemeinsamen Initiative und Haltung zur Europawahl zu zeigen. Demokratie stärken. Die ersten 2 Flugzeuge starten diese Woche. Nächste Woche kommen 2 weitere dazu. Also da muss man halt sagen, dass die klare Botschaft der Lufthansa zu Europa natürlich lustig ist. Denn die klare Botschaft in über 10 Kilometern Höhe und verteilt über den ganzen Kontinent mit eindeutigem Statement fliegen ab dieser Woche Flugzeuge der Lufthansa Group quer durch ihre europäische Heimat. Insgesamt 4 von A320 werden so kurz vor der Europawahl zu Botschaftern der europäischen Idee. Der Schriftzug ist aufmerksamkeitsstark auf dem Rumpf zu lesen und wird von europäischen Sternenkranz eingerahmt. Europäische Sterne im europäischen Himmel. Tada, hier nochmal ein anderes Bild. Am 13. Mai werden sich alle Flugzeuge der Lufthansa Group am Flughafen Brüssel treffen. Bereits 2019 hat die Lufthansa vor der Europawahl ein Flugzeug mit einem Bekenntnis zu Europa beklebt. Ja, weißt du Bescheid. Lustigerweise fliegen sie ja noch nach England. Das finde ich wieder ein bisschen gemein. Wenn sie nach London fliegen und dann Yes to Europe sagen, kann man das schon so als einen kleinen Tritt in den Allerwertesten, Schlag in den Nacken oder wie auch immer finden. Also da gucken wir uns das Ganze weiterhin an, lachen. Und wenn ihr damit fliegt, sagt Bescheid. Und vielleicht gibt es ja auch ein Fähnchen oder sowas beim Service, dass man da an Europa sich erinnert. Ihr könnt die Frage des Tages beantworten in einen Teil. Und zwar, sollte Lufthansa solche Aussagen zu politischen Themen machen oder sollte grundsätzlich Leute zu politischen Themen Aussagen machen, wenn sie ein Produkt verkaufen? Ich glaube, wenn man Meinungsblogger ist oder wenn ich eine Meinung zur Lufthansa habe oder zur Finnair oder zur British Airways oder zu irgendetwas, dann ist das ja etwas, was einfach mein Empfinden ist. Aber bei solchen Sachen, das ist doch eher ein Problem. Ich meine, Europa ist jetzt kein schlechter Grund, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich könnte das jetzt ähnlich machen wie mit der katholischen Kirche. Europa ja, EU nein oder so. Also das heißt, dass man die Leute in Brüssel nicht mag, aber die europäische Idee ganz toll findet, außer das, was da für Mucks ist. Aber auch das bringt uns ja alle nicht weiter. Das heißt also, im Prinzip, damit bringe ich ja die Leute gegen mich auf. Und deshalb weiß ich nicht, ob solche Aussagen in Zukunft eigentlich sinnvoll sind. Ihr seid jetzt dran und kommentiert fleißig. So, wir haben jetzt noch ein Thema mit der Austrian Airlines. Da braucht uns nichts anderes mehr zu interessieren, außer dass da wieder der Gesprächsfaden aufgenommen worden ist, was natürlich sinnvoll ist und was auch richtig ist. Denn man hat da ja einige Verhandlungsrunden schon wieder gehabt. Man hat ja auch auf Eis sich gelegt. Und das Wort, was ich gesucht hatte letztens, das mir schon wieder nicht einfällt, nicht gefrotzelt. Ah, unglaublich. Also dieses österreichische Deutsch, es geht mir nicht über den Lippen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also als ich meine österreichische Freundin vor vielen Jahren hatte, da wusste ich das, wie das heißt. Aber jetzt ist es schon wieder vergangen. Ihr könnt ja trotzdem kommentieren, wenn ihr mir nochmal helfen wollt an dieser Stelle. Danke. Ja, wir haben dann noch ein Bild und zwar, oh, da gibt es auch ein Video. Das ist von Facebook. Da habe ich jetzt ehrlicherweise das Ganze nicht gemacht. Aber wir können es rüberziehen. Warte, wir machen das mal so. Facebook Watch. So, zack. Wo haben wir es? Jetzt geben wir das. Ich gebe es euch einfach mal live auf die Bühne. Vorher gebe ich euch noch das Bild, damit ihr nicht denkt, wovon erzählt der Mann da vorne. Da seht ihr das Krokodil unter dem Flugzeug. Und zwar ist es eine Militärmaschine. Es handelt sich hier um die MacDill Air Force Base südlich von Tampa im Bundesstaat Florida logischerweise. Dort ist das letzte Luftbetankungsgeschwader und das hat am Montag einen ungebetenen Gast zwischen den Rädern. Ein vierstrahliges Flugzeug hatte sich ein Alligator, also quasi eine Familie der Krokodile, bequem gemacht.
Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal ganz genau anguckt, Warte Open, ich bin hier gerade am Kämpfen, das Ganze zu finden. Da ist es. Wo haben wir es? Ich gebe euch das Bild jetzt mal. Ich muss hier einmal, also so viele Sachen auf einmal. Jetzt hier seht ihr das. Ups, warum ist der dahin? Dann suchen wir nochmal das Bild. Da ist das Video. Da seht ihr jetzt das Krokodil. Ich weiß gar nicht, warum man das andere Video da fährt. Und da seht ihr halt jetzt wirklich, dass der Alligator dann vom Wildlife-Team in Florida weggeholt worden ist, damit man das Flugzeug wieder freigeben konnte. Also die Freundschaft wurde relativ schnell beendet. Und jetzt gehen wir den doppelten Bildschirm wieder zurück. Also ich weiß nicht, warum ihr das so doppelt gesehen habt, aber ihr wisst jetzt wenigstens, worum es geht. Das Video läuft hier, aber das Tier ist gefangen worden und ist wieder in Freiheit und gehört dahin, wo es hin ist. Wer auch in Freiheit ist, ist immer, wenn man trinken möchte. Und da ist es so, jetzt habe ich doch die Uhrzeit vergessen. Das machen wir doch auch hier. Machen wir einfach geschätzte 09:50. Und zwar, es gibt einen Drink von den Freunden von One World. So sieht das Ganze aus. Und da seht ihr auch schon den Grund. Man feiert 25 Jahre One World. Und The Covenant in London hat zusammen mit One World diesen Drink gemacht. Und das ist natürlich der First One World Signature Cocktail und Mocktail. One World will also release a special digital edition of collection of One World Member Airlines Signature Cocktails and Mocktails. Ich glaube, dass man dann bei der Finnair wahrscheinlich den Blueberry Juice macht, weil das ist ja der Signature Cocktail. Beziehungsweise ist es ein Blaubeersaft-Gedöns. Also insofern da ein Späßchen. Hier sieht man auch nochmal, wie das ist. Da ist es, zack, da haben wir das Bild. Da sieht man das Ganze nochmal in seiner gesamten Schönheit. So, und wer wissen möchte, was da alles drin ist, das ist etwas, was, wo haben wir es denn? Und zwar Dry Gin, Sweet Vermouth, Bitter, Mezcal und Unique One World, was auch immer. Und The Covenant Orange Grove Essential Oil. Also es ist irgendwie wie ein Negroni, so schreiben sie es selber. Auch hier könnt ihr jetzt berichten, ob ihr diesen Cocktail haben möchtet. Lufthansa hat ja auch wieder einen eigenen Cocktail. Ist anscheinend wieder en vogue in der Aviation, dass man seinen eigenen Drink hat. Also da könnt ihr ja unten schön kommentieren und sagen, ob ihr euch damit auch einen hinter die Binde kippen wollt. Wir haben dann nochmal einen Flug von British Airways von nirgendwo nach nirgendwo und da haben wir die Strecke, da seht ihr das, da ist man in Singapur gestartet, hat festgestellt, dass das Wetterradar kaputt ist und ist dann nicht die 13 Stunden nach London geflogen, aber man ist dann wieder zurück nach Singapur und hat da dann Warteschleifen geflogen. Hier seht ihr es ein bisschen besser, die Warteschleifen. Und zwar ist es so, dass man natürlich das Flugzeug mit der Registrierung Golf X-Ray Lima Echo Delta, 13 Jahre alt, 380er, der halt von 2020 bis 2022 im Long Storage war. Und da ist es halt so gewesen, dass man wieder zurückfliegen musste, weil das Wetterradar kaputt war. Die Maschine hat natürlich dort richtig Sprit für den Flug geladen gehabt und konnte deshalb nicht direkt landen. Ja, man kann natürlich sagen, okay, man kann den Sprit ja ablassen. Ja, kann man. Aber das Problem ist bei dem Flieger natürlich auch, dass es dort Tanks gibt, die nicht an den, Speed-Ablass angeschlossen sind. Das heißt also im Prinzip, so wie es auch zum Beispiel mit 330er, 340er, wie es auch immer ist, die haben halt die Wingtanks in den Flügeln, dann haben sie auch noch mal einen hinten in den Rudern zum Beispiel, beim 380er hat man ja auch noch welche und die können halt von hinten nicht das rauslassen und deshalb muss es umgepumpt werden und dadurch, dass man es umpumpt, ist es halt immer so ein Problem mit Weight and Balance. Man muss halt gucken, dass das so gemacht wird, dass das Flugzeug auch wirklich da dann nicht aus der Balance geht, also das Center of Gravity, wie das so schön heißt, da dann nicht
problematisiert wird. Und dadurch, das ist jetzt, das sagt ihr natürlich, naja, nur gut, was macht ihr denn, wenn eine Gefahren, also wenn ein Gefahrenverzug ist, wenn ein Feuer gewesen wäre, dann wären die gelandet ohne Probleme, also dann wäre da sofort gelandet worden und dann hätte man halt auch eine harte Heavy-Landung in Kauf genommen, hat man aber da nicht gemacht, weil es halt wirklich nur das Wetterradar war und hat dann natürlich da darauf verzichtet, das Flugzeug kaputt zu machen unter Umständen, beziehungsweise in die Wartung zu schicken, was bei einer harten Landung natürlich durchaus passieren kann, dass Fahrwerk oder sowas in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier ist es der Fall gewesen, dass man halt gewartet hat, weil man Zeit hatte, ist dann quasi 4 Stunden später wieder gelandet, alles problemlos gewesen, hatte aber dann Auswirkungen auf den weiteren Flugplan. Das Flugzeug sollte dann als BA-269 nach Los Angeles gehen, was dann natürlich auch ausgefallen ist, wegen ist nicht. Also da Umlaufprobleme. Also ich bin mal gespannt, was da noch passiert und ich bin mal gespannt, was da dann rauskommt. Aber wenn ihr jetzt sagt, ja, 380er lang, das kann ja jedem Flugzeug passieren. Also da ist jetzt nichts, was problematisch ist und wenn wir ehrlich sind, 13 Jahre ist für ein Flugzeug ja nichts. Jetzt habe ich für euch ein Thema, was vielleicht kontrovers ist für den einen oder anderen, für den anderen kontroverser als für den einen oder so. Aber schaut euch folgende Bilder, Freunde der gepflegten Gastfreundschaft, einfach mal an. Und zwar, da seht ihr diese Tierchen, das sind Yorkshire Terrier, die sitzen da vor sich hin in der United und es sollte auf dem Flug von Newark gehen und die Hunde sitzen auf einem bezahlten Sitzplatz. Also das heißt, die Hunde haben diesen Sitzplatz bezahlt bekommen. Das ist jetzt nichts, wo man ehrlicherweise sagen muss, die haben das jetzt einfach so als Upgrade bekommen oder sowas. Aber diese Hunde sind nach Aussage des Eigentümers, der Eigentümerin, spezielle trainierte Hunde. Problem Nummer eins ist, in Amerika werden die Leute ja immer bekloppt mit ihrem Support Animal. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, zu Recht. Das andere Thema ist natürlich, Flugzeuge werden auch nicht gereinigt. Zumindest nicht so, wie man sich das vorstellt. Und jetzt überlegt mal, dass ihr danach da sitzt und ihr seid Allergiker. Und Hundehaare machen euch echt Stress. Dann habt ihr ein Problem. Also das sind so viele Themen, die damit reinspielen. Und wenn man sich dann weiter anguckt, ist, dass man jetzt da wirklich... Ich glaube, wenn man Tiere vermenschlicht, das ist schon ein Problem. Und ja, man kann jetzt natürlich auch sagen, die müssen ja irgendwann in die Pipi-Box. Aber Hunde können durchaus mehrere Stunden, also 10, 12 Stunden, können die schon zwischen ihrem Harndrang und Pupdrang aushalten. Also insofern, das ist auch kein Problem. Und wenn man diesem YouTube-Kanal, sag ich schon, Instagram-Kanal folgt, dann kann man dort auch wirklich sehen, dass die öfters reisen. Also das heißt, die Tiere sind da speziell trainiert und alles. Also das kann alles schon sein. Aber ich finde halt das Problem mit den Allergiesachen, finde ich schon problematisch und auch der Hygiene wegen. Also man kann da jetzt zu stehen, wie man will. Aus meiner Sicht aber gibt es nur eine richtige Lösung und eigentlich ist das nicht okay, ohne zumindest Cover oder sowas. Also da sollte in meinen Augen dann auch was passieren. Gut, ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja okay, was machst du, wenn der Passagier davor da rumgepupst hat oder sowas? Das ist auch eklig. Ja, das gebe ich zu. Also insofern wäre ein Kondom wesentlich besser. Man kennt das ja aus Hotels, wenn man halt mal guckt, die Matratze ist in so einem Gummi, in so einem Rubber drin. Das heißt also im Prinzip, alles wird drüber getauscht. Und wenn da was drauf sickert, dann ist das halt abwaschbar und weniger eklig. Vielleicht wäre das eine Lösung im Flugzeug. Oder vielleicht kriegt jeder so Allegris-mäßig für jeden Sitz sein eigenes Kondom. Wäre auch eine Möglichkeit. Hier haben wir jetzt für euch nochmal die Frage des Tages. Und die Frage des Tages ist, was haltet ihr von den Hunden auf dem Sitz? Findet ihr das okay, findet ihr das nicht okay? Oder sagt ihr, ach, das sind ja possierliche Tierchen, um mit Jimmick zu sprechen? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr davon haltet. Und jetzt seid ihr wieder dran gehalten, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, zu abonnieren und natürlich ganz, ganz wichtig, Kanal weggeschaltet. Also bis morgen wieder. Ich hoffe, dass ich nicht weiter wieder gesund werde, krank werde, gesund schon. Und wenn ihr hier rausschaut, ich weiß nicht, seht ihr das? Es schneit. Es schneit, wir haben weißen Himmel in Tallinn. Deshalb habe ich auch meinen Aufenthalt hier in Tallinn etwas verlängert in Bezug auf Hotelaufenthalt. Aber morgen geht es wieder nach Helsinki. Und mit den Bildern lasse ich euch alleine.
und freue mich auf euch. Bis morgen und nochmals danke für die 50.000 und hier der Abspann. Also bis dann, ciao. Thank you.